Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Leider gab es in der letzten Folge oder beziehungsweise während der letzten Aufnahme ein Problem mit der Aufnahme und ich konnte sie nicht wiederherstellen, sodass ich leider eine Folge überspringen muss, beziehungsweise das Ganze, wo wir die Baugrube gesäubert haben und so weiter, das hat leider nicht, ist leider nicht aufgenommen worden. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen, aber sehr viel ist da nicht passiert. Wir haben dann halt die Grube noch sauber gemacht und eine Bahnstrecke wieder mit neuen Schotter befüllt. Danach wurden wir von Harpe befördert und praktisch wurde uns seine Firma überschrieben. Und ja, genau das ist jetzt hier unsere Firma, die Danny spielt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir mal erstmal in unsere Firma reingehen, wenn wir das überhaupt können. Können wir nicht. Dann schauen wir mal, was wir überhaupt tun können hier. Jetzt sollten wir erstmal unseren LKW hier auf den Hof stellen. Der steht hier so mitten auf der Straße. So, Tor geht auf jeden Fall schon mal los. Das ist sehr gut. Fahren wir mal auf unseren Hof drauf. Parken den hier mal. So. Dann gucken wir mal. So, das ist unser Warenlager. Da ist natürlich noch nichts drin soweit. Klar, wir haben noch nichts besorgt. So. Handbuch, Fertigkeiten. Mal gucken. Kampagnen, Standorte, Aufträge. 0%. Gabelstapler. Ah, jetzt haben wir zwei Gabelstapler. Ja, geil. Gut, die kann man ja auch immer gebrauchen. Versuchen wir mal hier in unser Büro zu gehen. Funktioniert auch nicht. Hier müssen wir doch in unsere Firma reinkommen, oder? Wie sehe ich das? So, das sind unsere Fahrzeuge, die wir im Moment haben. Ausbaustufen. Können wir noch nicht? Fuhrpark. War da mal. Der ist auch fast soweit. Okay. Angebote. Strommast, das könnten wir eigentlich annehmen. Obwohl, das haben wir, achso, das haben wir alles, das sind die, die wir abgehakt haben. Expansion, die Aufträge im Dorf haben ihren Charme, aber die wirklich dicken Brocken werden in der Stadt vergeben. Harper hat dazu eine Idee und will sich deswegen mit dir in der Stadt treffen. Achtung, besitze drei Baumaschinen und kaufe das zweite Firmengelände in den Ausbaustufen, um diesen Auftrag anzunehmen. Also das können wir anscheinend noch nicht machen. Also die abgehakten hier, das haben wir jetzt erledigt, es wäre erledigt, das habt ihr ja mitbekommen. Den Supermarkt, das mit der Baugrube und mit dem Fahrzeug, was da reingefallen ist, das haben wir ja auch erledigt und das war anschließend die Baugrube dann gesäubert haben. Und hier haben wir halt das unterspülte Gleisbett halt gesäubert, damit die Züge wieder rollen können. Das haben wir alles erledigt und hier brauchen wir halt drei Bohrmaschinen und das zweite Firmengelände in den Ausbaustufen, damit wir das annehmen können.
So, jetzt können wir Aufträge annehmen. Parkanlage, geschätzte Gewinn 100.000. Das hört sich doch gut an. Machen wir das, glaube ich, oder? Wenn wir hier mal ein bisschen Geld verdienen. Landschaftsgestaltung, Baumaschinen mieten, Ebenen, Baumaschinen mieten, Kiesverdichtung. Auftrag annehmen. So, den nehmen wir an. Aufgabe überspringen, Auftrag abbrechen. So, welche Bohrmaschine brauchen wir denn jetzt? Ach. Ach, Mensch, Kinder, ne. In dieser Fläche eignet sich einen Planierraupe natürlich hervorragend. Begib dich zum Fahrzeughandel und miete dir eine Planierraupe. Ja, dann wollen wir mal zum Fahrzeughandel gehen. Der war ja, glaube ich, hier irgendwo. Den haben wir doch, glaube ich, schon gefunden. Da ist der. Da wollen wir hin. Dort seine Planierraupe mieten. Wenn den Auftrag auch beginnen und beenden können. So, dann schauen wir mal. Eine Planierraupe. Nettbauwalze, da, Planierraupe, da haben wir sie. Die wollen wir mieten. Steige in die Planierraupe. Was tun wir? Jetzt mal ein schickes Foto machen, oder? Steigen wir hier mal ein. Fahrzeugauflieger. Schnellreise. Dorf. Parkanlieger. Ah, okay. Auf dem Bereich, da müssen wir. Ah, da müssen wir erstmal hier wieder runter. Da, 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 da.
LT um zu fahren ist klar, rückwärts zu fahren ist klar, halte LT in RB bzw. R. Okay, denke R, den Ausflieger mit der neigen Schaufel mit R etwas nach vorne, fahre nun vorsichtig vorwärts, um die Erde vor dir herzuschieben und die Fläche zu begradigen. Okay, die Construction Group. Da versuchen wir es mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nichts.
Mein Gott, kann man denn noch mal auf die zweiten Seite gehen? Ich glaube, so lange haben wir bis raus. Sagen wir mal Bahn für Bahn. Okay, praktisch den ganzen Bereich außer hier ganz rechts von mir aus gesehen. Okay. Dann würde ich sagen, das hoch. Drehen den ganzen Ding. Und zurück. Wieder runter.
Okay. Runter. Schon gar nicht schlecht aus. Wird doch so langsam was. Es wird auf jeden Fall besser. Hier außen.
Schön. Los, gehen wir mal an die andere Seite außen. Da haben wir anscheinend alles. Noch 15%, dann haben wir es. Prozent, ein bisschen noch. Noch 5%, die kriegen wir auch noch. Thank you.
98. Komm, 1% noch. Was doch. Kann ich hoch machen. Raketenbereich räumen. Aber wenn du schon, wo du schon dabei bist, kannst du gleich noch eine Erdbauwalze besorgen und Kieswig verdichten. Da sollen in Zukunft ein paar Pflastersteine verlegt werden. Gut, machen wir aber erstmal Folgendes. Die stellen wir nämlich hier ab. Und machen das Licht aus. Und wir geben uns der Schnellreise wieder zum Fahrzeughandel. Und was sollen wir uns nochmal mieten? Eine Erdbauwalze. Über das. Eine Erdbauwalze. Nehmen wir diese hier. So, gehen zurück. Steige in die Erdbauwalze. Die steht dort vorne. Machen wir den Auftrag auch noch eben fertig, würde ich sagen. So, das Ganze müssen wir natürlich wieder mit der Baustelle hin, weil die ja nicht schnell straßentauglich ist. Soll das denn überhaupt sein? Ach da, dann müssen wir ja zurück. Positioniere die Walze möglichst gerade an einer Fläche und öffne das Kontextmenü. Aktiviere die fertige Funktion. Ah ja, gut. Da. Ganz gut.
So, dann drehen wir die ganze Kiste mal. Eng hier. Ich würde die Kiste auch mal brauchen. Ne? Mein Gott. So. Dann mal wieder an. Weiter links fahren. Das klappt doch soweit ganz gut. 90% haben wir schon. So, dann fahren wir ein Stück zurück. Die andere Seite, dann haben wir den 1% auch voll. Doch. Für die neue Begrünung muss etwas Erde ausgehoben werden. Der Baggerlader, den du schon kennengelernt hast, sollte für diese Aufgabe gut geeignet sein. Gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Das ganze Gerät aus hier. So, Baggerlader brauchen wir. Pflanzgrube ausheben. So, wie soll das Ganze denn jetzt überhaupt stattfinden? So. Jetzt mal wieder Licht an. So. Kompakt, vielseitig, bla bla bla. Kreuzfunktion ermöglicht, aber lasst nichts klasse zu. Scheiße, ich stehe falsch herum. Mann, ich hab den doch in den Fahrmodus gesetzt. So. Muss ihn nämlich umdrehen.
Das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Gut, dann machen wir wieder den Arbeitsmodus. Sehr schön, das funktioniert ja wunderbar. Funktioniert ja wunderbar, klasse. Ist hier noch. So, der ist fertig. So, dann machen wir das Ganze wieder zurück. Und dann fahren wir zum anderen Grube. Immer dasselbe. Ich würde sagen, da stellen wir uns auch so rückwärts davor. Ja, das sieht top aus. Dahin. Thank you.
Irgendwie wird das jetzt nicht mehr, ne? So, das haben wir auch erreicht. Sehr schön. Steige in den Pritschenwagen. Gut, dann machen wir das hier wieder zurück. Steigen wir in den Pritschenwagen. So, ich würde sagen, für heute war es das. Wir haben eine Menge erreicht. Wie das dann jetzt weitergeht mit dem Pflanzgut liefern und so weiter, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal hier beim Bausimulator. Macht's gut. Bye. Bye.